Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit Long War Season 5. Auf uns wartet hier ein kleiner Exalt-Einsatz, aber ich dachte mir, bevor wir ausrücken, machen wir mal etwas Sinnvolles und geben etwas Geld aus. Dafür müssen wir aber erstmal Geld haben. Und ja, es tut immer wieder weh, wenn du Sachen verkaufen musst. Aber machen wir einfach mal. Ja, ich weiß, das ist eine ganze Menge, was ich da gerade verkaufe. 600 Credits. Ich hoffe mal, dass wir noch eine ganze Menge UFOs reinbekommen. Weil das ganze Zeug, was ich da gerade verkaufe, benötigen wir ja im Großen und Ganzen für unsere Firestorms. Aber ja, machen wir einfach mal. Denn ich möchte jetzt ein bisschen was auf Vorrat bauen. Legierung. Ja gut. Weiteres Long Rifle wäre nicht verkehrt. Aber ich hätte gerne noch eine Legierungskanone. Und dann vielleicht nochmal eine Schalenrüstung. Die kostet auch Legierung. Jetzt geht's langsam zur Neige mit den Legierungen. Naja, komm. Wobei, ich könnte mir einen weiteren Abfangjäger kaufen, aber ich kann mir keine... Ich habe ein bisschen zu viel verkauft, oder? So im Nachhinein. Naja, macht nichts. Kümmern wir uns mal um diese Mission jetzt. Abholtruppe losschicken, genau. Da habe ich jetzt überlegen müssen, auf welchen Button ich klicke. Eieieiei. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. So weit ist es schon gekommen. Nun gut, packen wir die üblichen Verdächtigen zusammen. Jeremy, du stellst dich ein bisschen weiter hinten an, aber du kommst mit, keine Sorge. So, dann nehmen wir noch Catweasel und Jeremy mit. Dann noch gerne ein Scout. Das übernimmt dann Lea für uns. Marius führt uns an. Und dann nehmen wir noch den guten alten Herbert mit. Jo. Jetzt müssen wir uns nur noch ausrüsten. Nee, komm, nimm eine richtige Rüstung mit. Vielleicht wirst du verletzt und so, und das wollen wir nicht. Weil jetzt wird es ja langsam immer kritischer, desto mehr Exalt Elites da auftauchen. Nimm Sprengmunition mit. Wird schon passen. Kamchana. Und wir brauchen dringend mehr Alloys. Aber sobald wir anfangen erst... Ich weiß, was ich bauen wollte. Was ich komplett vergessen habe. Bitte sag mir, dass wir dafür... Genau, einen weiteren Generalschlüssel. Genau, das wollte ich bauen. Die jetzt beinahe komplett verdrängt. Was sollte ich direkt nochmal einen Auftrag geben? Und dann können wir uns direkt Richtung Nordamerika umorientieren. Aber das Geld spare ich einfach mal. Abholtruppe. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Selbstverständlich. Zahn, du bekommst auch eine ordentliche Rüstung. Eine Legierungskanone. Schrotmunition ist eigentlich uninteressant. Zusätzliche Magazine, genau. So schaut's aus. Der eine Schuss kann ja über Tod oder Leben entscheiden. Sehr gut. So, Catweasel bekommt auch eine Schalenrüstung. Leider nur ein Streulaser. Nimmt mir dafür aber einen Pulsbogen mit. Vielleicht können wir ja ein paar Elites entwaffnen. Dasselbe gilt auch für Jeremy. Nein. Streulaser. Lea bekommt die Legierungskanone. Weil sie ja öfter schießen kann, rein theoretisch. Letzte Schalenrüstung. Ja komm, nimm mit. So, und dann nimmst du mir... Ich nehme Grenade mit. Wer weiß, vielleicht werden wir die benötigen. Vielleicht auch nicht. Oh, das gefällt mir gar nicht. Aber gut, damit ist er wenigstens ein bisschen mobiler. Heavy Chaos Gewehr. Gut.
Zielfernrohr. Medikit kannst du behalten, ist in Ordnung. Ist genehmigt. Herbert, für dich haben wir leider auch nur eine Phalanx-Rüstung. Aber dafür kannst du mir das Auto-Gauss-Gewehr mitschleppen. Mit panzerbrechender Munition und einem Bewegungsmelder. So, nochmal alles überfliegen, ob alles soweit passt. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Here we go. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Na dann, beginnen wir mal den Angriff. Wir gehen nach Mexiko, um dort eine Exhaust-Zelle auszuheben. Oha. Strike One muss unseren Agenten helfen, die Daten im Einsatzgebiet zu sichern. Dann müssen wir mal die Exhaust-Leute vom Auftanken abhalten, wie es aussieht, ne? Oder sind die nur zum Zigarettenholen an der Tanke? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die wollen auch tanken. Wäre ja ein Schwerverbrechen, wenn die nicht tanken wollen, würden an der Tankstelle, sondern nur zum Zigarettenholen da wären. Leute, macht was. Unser Agent war im Begriff, die beschafften Daten zu übertragen, als Exhaust-Truppen in sein Einsatzgebiet vorgedrungen sind. Der Codierer verbirgt zwar momentan noch die Position unseres Senders, aber wenn Exhaust ihn hackt, können sie auch den Sender lokalisieren. Und wenn sie auch den hacken, kommen wir niemals an die Daten ran. Neues Ziel erhalten. Niemals, sagst du? Komm, schauen wir uns erstmal um. Ja gut, wir wissen ja, dass hier eine Ding ist. Also so ein Com-Relay. Und hier ist eins. Irgendwo. Das nächste ist hier irgendwo weiter hinten, aber ich habe komplett vergessen, wo das vierte ist. Die Schwierigkeit an dieser Map ist es, den Agenten, soweit es geht, hierhin zu bekommen, damit er hacken kann. Und dann noch weiter marschieren kann. Und das alles mit Blue Moves. Naja, sehen wir uns mal hier um. Erstmal hierhin vorrücken. Kann ich es mir erlauben, hierhin zu gehen? Geh erstmal hierhin. Oh, guck mal. Da schau mal einer an. Also hier ist ein Pott. Interessant. Das bedeutet eventuell, dass wir den aufdecken könnten, wenn ich mich hier hinstelle, oder? Klar, hierhin wäre zwar kürzer, da könnte ich auch jetzt schon hin, aber dann ist wieder die Schwierigkeit, von da nach da zu kommen. Ihr versteht mein Dilemma, oder? Jeremy, du gehst mal hier hin. Komm, Chana kommt sogar mit dem Blue Move hier hin. Lea. Renne. Infomauser, du gehst mal nach vorne. Zahn, du gehst hier hin zu Herbert. Na komm, du rückst uns auch mal langsam ab. Begebe mich auf Position. Oha. Gut, und die hier stehen, ist die Sichtlinie hier weit blockiert. Die Frage ist, kann ich ungesehen hier hinkommen? Dann müsste ich mit Running Gun hier hin. Die Frage ist, wie weit ist es da entfernt? Komme ich da mit dem Blue Move hin, von da nach da? Wenn nicht, dann müsste ich einen Marius bereithalten für Command und so. Ist schon ein bisschen kritisch hier. Bin schon da. Na komm, Catweasel, alter Mann. Weiter. So, aber wie gesagt, wir müssen hier näher ran. Das könnte aber auch der letzte Schritt sein, den ich hier mache. Weil wir könnten ja zählen, wie weit es ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es ist möglich, dass wir da gar nicht erst gesehen werden, wenn ich dich hier hinstelle. Geh mir aber erstmal hier hin. Nun gut.
Jemand versucht sich Zugang zum Kodierer zu verschaffen, Commander. Wir müssen Exalt daran hindern, sonst finden wir heraus, wo sich der Sender befindet. Feinde gesichtet. Guck mal, wie er zum Essen kommt. Sie umgehen mich. Sniper auf dem Dach. Ist aber unser kleinstes Problem. Nun, dann müssen wir da wohl eingreifen. Meine Granatenwerfer habe ich hier ausgesperrt, oder? Genau. Leer. Nur nicht an die Deckung hinstellen, sonst schmeißen die Granaten, die bösen Buben. Ja, ich weiß, es sind keinerlei Prozentchancen, die man gerne sehen würde. Ich müsste direkt dahinter gehen. Du kommst da immer noch nicht durch. Weißt du was, Marius? Du gehst da erstmal gucken. Soweit, so gut. Gut, dann müssen wir mit Running Gun da hin. Ich gehe direkt in einen Schritt mehr und hoffe mal, dass es alleine schon vom Blue Move hier reicht, damit wir uns hier Command sparen können. Ich gebe Gas. Kontakt. Hallo. Wenn unser Agent nah genug rankommt, um sich Zugang zu einer von Exalts Telestationen in der Gegend zu verschaffen, kann er mit den Verschlüsselungscodes aus den Daten des Feindes dessen Kommunikation vorübergehend deaktivieren. So, Jeremy, schenken wir denen erstmal eine Granate ein, würde ich sagen, oder? Oh, das wird eine gute Granate. Leider wird da nicht allzu viel in die Luft gehen. Ja doch, so einiges. Wir müssen auch darauf achten, dass wir hier kein gutes Ziel für Granaten abgeben. Das ist dann ein bisschen schwieriger. Ja, Commander. Na komm, noch eine Granate, die haben sie sich definitiv verdient. Wir haben ja eh so viele dabei. Das passt schon. Hat alles seine Richtigkeit. Damit wäre einer erledigt. Gut. Wir hacken mal rein prophylaktisch hier. Wir haben das Kommunikationsnetzwerk des Feindes gestört. Es wird eine Weile dauern, bis er es wieder in Betrieb nehmen kann. So, und dann gehen wir mal rein. Na dann, Abmarsch. Und dann decken wir direkt nochmal zwei, drei Pots auf, oder? Guck, guck. Als hätte ich es nicht gedacht. Oder gewusst. So, dann schießt du mir mal auf den da. Sehr schön. Kamchana, du bist die Nächste. Du gehst mir mal hier hin. Jo. Den einen Rocket hier würde ich da gerne erledigen. Bevor er hier auf irgendwelche dummen Gedanken kommt. Weil das machen die ja nur allzu gerne. Herbert? Geh einfach mal hier hin. Kannst du auf irgendetwas schießen? 39%. Schieß mal auf den da. Gut, den könnte man sogar gefangen nehmen. 33%. 48? Probier. Nein. Das ist nicht gut. Sahn. Nach oben komme ich leider nicht zu dir, das ist aber schade. Lea könnte ja nicht weiter marschieren. Oder einen Glücksschuss abgeben. Aber ein Glücksschuss lohnt sich sowas von gar nicht. Sahn, du gehst mal hier hin. Und ballerst mir einen von denen da weg.
Guck. 19 kritisch. Schön. So, Leard, wo gehst du denn hin? Wie gesagt, wir dürfen uns nicht zu sehr anbieten, dass die Granaten schmeißen können. Bestätige. Der bewegt sich, finde ich gut. Ah, sehr schön, der hat nicht nachgeladen. Der stirbt. Gut. Gehst du wieder runter von deinem Dach? Finde ich auch ganz nett. Der bewegt sich, kassiert erstmal. Den könnte man gefangen nehmen. Aber der rennt gleich in den nächsten Nahkampfspezialisten rein, oder? Ja. Wie, nur 8 Schaden? Du kriegst doch besser hin, oder? Wirf keine Granaten. Gut, hat nachgeladen. Der hat nachgeladen. Der stabilisiert seine Waffe. Der ist klug, weil sich nur ein Feld bewegt. Und er regeneriert Gesundheit. Zapfsäule explodiert, gut. Dann würde ich mal sagen, zont Lea den hier erstmal weg. Ist kein Problem mehr. Nicht gut, dass es kein Problem ist. Die könnten wir alle einstenkern, oder? Aber erstmal checken, ob wir hier mit einem Blue Move hinkommen. Nein, ein Feld fehlt. Ich mach mich auf. Na dann, bringen wir das erstmal hier in Ordnung. Verstanden, unterwegs. Kontakt. Au. Nicht gut. Vor allem, weil die so weit weg sind von unserer Hauptstreitkraft. Gut. Das haut schon mal hin. Infermauser, du gehst doch mal bitte hier hin und redest mit denen hier. Erstmal den Rocket hier, oder? Und wenn du schon dabei bist, den da noch? Herbert Furken. 39, 64. Schieß mal auf den da. Nein, ich hätte den anderen nehmen sollen. Verdammt. Die mal in Rücken schießen. Einfach mal so. Ich bin leer. Oh. Jetzt habe ich nicht entschärft. Haben die da hinten Munition? Nun gut, dann müssen wir uns mal dringend darum kümmern. Hast du Munition? Ja. Das habe ich jetzt wirklich verhauen. Hast du Munition? Nein. Hast du Munition? Nein. Der hat keine Munition, der hat Munition. Oh, das wird ein Problem. Vergiften und da eine Blendgranate auf den Kopf? Vor allem muss ich euch beide hier noch ein bisschen näher ranbringen. Location confirmed. So. Dann schmeißen wir dir mal sowas auf den Kopf hier. Das reduziert schon mal deine Treffsicherheit. Du hast keine Munition, oder? Nein. Oh, da habe ich jetzt wirklich Mist gebaut.
Auf dem Weg. Gut, du gehst mir hier hin. Und schmeißt ihm hier noch eine Blendgranate auf den Kopf. Man kann von Glück reden, dass der halt kein Lasergewehr hat. Na gut. Ich glaube, wir haben wieder alles unter Kontrolle. Vielleicht reden wir mal ein Wörtchen mit denen hier. Wäre vielleicht sinnvoll. Bestätige. So, du hast Munition. Was machst du damit? Du rennst in die Zone und stirbst. Commander, Scans zeigen, dass weitere Feindverbände. Wie war das eure Runde? Ihr habt nicht nachgeladen? Ernsthaft? Das ist ja fast wie Mogeln. Nehmen wir dem erstmal seine Laserwaffe hier ab. Ich hoffe, das haut so weit hin. Nein. Moment. Nein, 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 das wollte ich so nicht. Leer? Der hat keine Munition. Tatsächlich nicht. Gut, geh du mal hier hin. Und pust den mal zwischen die Augen. Sehr schön. Lea, du kümmerst dich mal um den Vergifteten da. Weil der hat ja Munition. Dass die nicht nachgeladen haben. Hm, diese Schwachköppe. Hat der Munition? Nein. Schieß trotzdem. Gut, Lea. Gut. Da hat mir die KI anscheinend meinen Fehler verziehen. Moment. Die da oben haben auch nicht nachgeladen. Was geht denen im Kopf vor? Genau, schieß erstmal auf das da. Vielleicht können wir ja sein Lasergewehr wegnehmen. Du lädst nach. Der stirbt leider. Jeremy? Nein, sein Lasergewehr können wir ihm leider nicht wegnehmen. Aber er muss sterben. Genau, pust ihn weg. Oh, was ist das denn? Wegpusten nicht verstanden? Ich hätte eine Granate schmeißen sollen, ne? Gut, Herbert regelt. Nachladen kannst du nicht mehr. Bewegen kannst du dich auch nicht mehr. Double Tap möchte ich mir sparen. Aber dann geht's mal hier weiter. Geh mal hier hin. Dann schießt du mir erstmal auf den da. Gut. Und dann schießt du noch auf den. Müssen wir nach so hacken? Die könnten alle Granaten auf dich schmeißen. Wo ist das nächste Gerät? Hier. In Bewegung. Lad nach. Rock'n'Roll. Ach ja, Sahn haben wir ja auch noch. Lad nach. Alles wieder im grünen Bereich. Lea, lad nach. Oh, yeah. Herbert, du beendest deine Runde. Der funkt jetzt noch eine Runde. Gut, der kassiert schon mal. Keine Kugeln mehr.
Ah, der will in die Zone rein. Der lädt nicht nach, der lädt nicht nach. Der hat nachgeladen. Nun gut, Catweasel, neuer Versuch. Jawohl, ein Lasergewehr für uns. Sonst haben wir ja nichts, oder? Und das keine Munition und er hat nachgeladen. Ich will jetzt aber nicht hacken. Ja, den boostest du locker weg, das weiß ich. Wollen wir sein Scharfschützengewehr? Ich denke nicht. Er ist raus. Schieß mal auf den. Gut. Pistole, Running Gun hier hin. Dann ist das Problem erledigt. Jo. Geh mal dahin. Und Feuer frei. Sehr gut. Scheiße, ich da jetzt nicht mehr nachladen konnte. Jeremy, du lädst einfach mal nach. Zahn, du gehst mal hier hin. Pass da, Obacht. Lea, du kannst hier hingehen und da nachladen. Tja, Informator kann da nicht stehen bleiben. Herbert drückt in die Zone vor und lädt nach. Packen wir es an. Keine Munition. Keine Munition. Tja. Zieh den Kopf ein. Und du lädst nach. Exxon steckt frische Truppen zu Strike Ones Position, Commander. Guck. Och, der Ärmste kommt einfach angerannt. Das sieht immer wieder so lustig aus. Overwatch, sagst du? Hm. 100%, warum nicht? Weg damit. 100%, warum nicht? Marius, schießt mal erstmal auf den da. Gut. Die Knarre haut die Mond zu schnell raus. Ne, macht doch nix. Dann geht Kamchana mit ihrer Super-Duper-Pistole da runter. Mach den mal platt. Gut. Und dann kannst du noch deine Schrotze nachladen. Marius, dann schießt du mir nochmal auf den. Den hättest du nicht umbringen müssen. Infamauser. Geh mal hier hin. Aktuell nichts los. Feldposten. 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 Ja, warum denn nicht? Na komm, nächste Runde. Wobei. Kamchana, du kannst auch mal ein bisschen näher ran. Die Frage ist nur, wohin? Wohin genau? Geh erst mal hier hin. Ah, Marius darf nachladen, gut. Wieder am Start. Verstanden. Das ist das letzte Aufgebot des Gegners, Commander. Wir müssen jetzt nur noch kurz durchhalten. Oh, der hat's überlebt. Aber der rennt jetzt nochmal den Nahkampfspezialisten rein, oder? Nö, Herbert will noch mitreden. Und Herbert sagt nein. Wir sehen uns in der Hölle.
Er ist ausgeschaltet. Gut, der ist potenziell dafür gut, dass wir ihn gefangen nehmen können. Ah, wo kommst du denn her? Ah, wir probieren es immer wieder. Diesmal haben wir nicht getroffen. Schade. So. Dann muss erstmal der da oben. Gut. Ich glaube, du würdest ihn umbringen, oder? Du aber auch, oder? Ha, ich habe so ein Problem. Jeremy, wo bist du? Hier. Ich glaube, von hier aus kannst du ihn da gefangen nehmen. Weißt du was? Einfach mal außer du schießt zuerst. Es reicht nicht. Hm. Hier fehlt auch ein Meter. Ja, ich will doch noch einen gefangen nehmen, aber wie mache ich das jetzt? Schieß mal mit deiner Pistole auf den. Informator kann nicht mehr schießen. Ah, ich hätte direkt mit unseren Agenten schießen sollen, wobei. Verschaff uns ein bisschen Zeit. Exos-Leute werden einige Zeit zu tun haben, um ihren Funkverkehr wieder in Gang zu bringen. Dann geht mir Catweasel hier hin. Und du siehst den Catweasel von hier aus nicht, oder? Nein. Hm. Du bringst ihn um, aber na gut, ein Kill für dich, warum denn nicht? Und tschüss. Lad nach. Geh du mal in die Nähe. Dann zieh ich dich zurück. Da darfst du auch nachladen. Lea, du lädst auch mal nach. Weil einen möchte ich schon noch gefangen nehmen. Du lädst deine Pistole durch. Und Marius geht näher ran, falls wir Command benötigen. Genau, du lädst nach. Ja, klar, geh mal dich, Meter dichter ran. Gut, er bewegt sich, wie gedacht. Wow, das war gut. Na komm, Catweasel, zeig mir, was du drauf hast. Betäuben? Nein. Jeremy? Gut. Naja, wenigstens ein Lasergewehr noch. Commander, der Sender wurde gesichert und wir orten keine weiteren Exalt-Truppen in dem Gebiet. Wieder mal gute Arbeit. Danke, Bradford. Na gut. Begeben wir uns mal auf den Heimflug. Und mich ärgert es, dass ich so viele Flugcomputer verkauft habe. Jetzt bekommen wir nochmal 200 Credits. Ich glaube, ich schaffe mir trotzdem mal so ein, zwei Abfangjäger an. Nur brauche ich halt Legierung. Wir müssen unbedingt eine Alien Base stürmen. Niemand hat auch nur einen Kratzer. Die Truppen sind besser, als ich dachte. Oh ja, wenn man sich die Kills hier anguckt, ne? Krass. 270 Credits verdient, sehr schön. Zwei Alien-Granaten, zwei Lasergewehre, Waffenfragmente und Meld. Exalt-Datenentschlüsselung abgeschlossen. Statistisch unwahrscheinliche Exalt-Standorte werden gelöscht. Weißt du was? Wir gehen trotzdem mal in den Hangar. Kaufen hier noch einen Abfangjäger. Wobei, so viel Geld will ich nicht ausgeben. Gut, sparen wir halt das Geld, bis wir die Dinge haben, die Alloys. Also die Legierung. Ja, kann man machen. Mhm.
Oder wir bauen, wobei ein Illyrium-Kraftwerk ist in 3 Tagen möglich. Dafür brauchen wir das Geld ebenfalls, von daher. Schallrüstung fertig, weitermachen. Mittlerer Plünderer in China. 7 Tage, 13 Tage, 12 Tage. Probieren wir es. Zumindest 50% Schaden machen. Feind ist anvisiert. Ich hoffe, der macht nicht 50% Schaden bei uns. Oh, sieht gut aus. Keine Überlebenden. Nun gut. Scan weiter. Wobei, vielleicht sollte ich noch einen Abfangjäger verlegen. Captain, ab nach Asien. Und Fuhrball Schäfer nach Europa. So, scannen. 8 Drohnenwracks für 2 Ingenieure. Warum nicht? Da ist die weitere Stuttergun fertig. Ab jetzt können wir effektiv mit 2 Rocketeers ausrücken. Und die Illyrium-Forschung ist abgeschlossen. Gut. Geliertes Illyrium für unsere Flammenwerfer. So, was machen wir als nächstes? Energiequelle, mobile Energierüstung. Autopsie 8 Tage, 5 Tage, 3 Tage, 4 Tage. Bessere Rüstungen wären schon mal nicht schlecht. Mit Alien-Energiequellen könnten wir dann schon mal die Vorstufe des Firestorms einleiten. Komm, mach mal die Rüstung. Die neuen Moment. Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Ach ja, für das Ganze verbessert Avionik. Das ist schon mal nicht schlecht. 300 Credits machen wir. Die Gefechtssysteme brauchen wir aktuell noch nicht. Nun gut. Ich kümmere mich darum, dass die Herstellung sofort beginnt. Sobald wir etwas haben, melde ich mich. Guter Mann. Weiter. Flugzeugtransfer abgeschlossen. Gasgewehr ist fertig. Weitermachen. 10 Kristallinen für 2 Wissenschaftler, aber gerne doch. Gauss-Maschinenkanone ist fertig. Wunderbar. In Deutschland ein kleiner Aufklärer. Oh, Nachrichten aus dem Psi-Labor. Aber zuerst schießen wir den Abfangjäger ab. Ich meine das UFO. Nicht den Abfangjäger, das wäre doch Quatsch. Wir können uns doch nicht selber abschießen. Das geht doch nicht. Naja, es würde gehen, aber endet nicht gut. Sind gleich in Schussweite. Und wir haben eine Crash-Site. Wunderbar. So, dann gucken wir uns nochmal die Ergebnisse vom Psi-Labor an. Danke, dass du mir die so gut... Erfolg! Axel ist begabt. Sehr schön. Psi-Labor besuchen? Wer will denn als nächstes da rein? Xander, 71? 71 Willenskraft, wirklich? Da bist du ja prädestiniert dafür, ein Psi-Trooper zu werden. Gut, Xander. Probieren wir es mal mit dir. Na komm, mieser Trip. Mieser Trip ist immer gut. Wenn du schon keine Pistole hast, dann kannst du den Gegnern immerhin einen miesen Trip verpassen. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, war es das von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.